Wir haben bei unserer Agenda den Mut in den Mittelpunkt gestellt, weil wir finden, dass es verdammt viel Mut braucht, etwas Neues zu schaffen, weil wir finden, dass es verdammt viel Mut braucht, etwas zu verändern. Den nehmen wir für uns als Grüne in Anspruch und wir haben festgestellt, dass ganz viele von euch diesen Mut schon bewiesen haben und tatsächlich gemeinsam die Welt bewegen wollen. Uns geht es dann schon auch um die politische Substanz und um das, was wirklich als Handlungsauftrag für uns vor uns liegt oder was Sie uns, was ihr uns als Handlungsauftrag mitgeben wollt. Was wirklich ein Bedarf ist und wo sich gerade NRW noch hervortun kann, soziales Unternehmertum zu fördern und zu einer Region zu werden, die genau dafür für die verschiedenen Startups und für die verschiedenen Modelle einen Anlaufpunkt zu bieten. Und das ist auch so ein bisschen unser Appell an die Grünen, da sozusagen das Feld nicht den Neoliberalen zu überlassen und zu sagen, okay, Startups haben nur was mit Venture Capital zu tun. Nein, Startups sind genauso wie andere Bereiche, wie Forschung, sind eine Möglichkeit, die Gesellschaft voranzubringen. Und das ist das, was wir zeigen und stärken wollen. Wir leben wie ein Startup und ich muss sagen, das gefällt mir als relativ altem Schmitzianer sehr gut. Und dieser Spirit, den auch die jungen Leute damit reinbringen, ist extrem wertvoll für unsere Arbeit. Und wir sind gerade in einem Cultural Change bei Schmitz Cargobull. Das heißt, wir haben jetzt die nächsten zwei Tage eine große Veranstaltung im Konzern, wo wir hingehen und sagen, wie kriegen wir diese Kultur, diese Startup-Kultur stärker in den Konzern übertragen. Und das ist eine Riesenaufgabe, das kriegen wir nicht von heute auf morgen, aber wir packen es auf jeden Fall an. Das grüne Gründerbudget. Die Budgets, die wir dafür zur Verfügung stellen können, als Gründerförderung direkt an die Hochschulen geben. Und die Hochschulen, die ja ihre Studierenden kennen, die ihre Doktoranden kennen, die wissen, was da gerade erdacht wird, die sollen die Möglichkeit erhalten, direkt aus ihrem Gründerbudget Gründer zu fördern und nicht die Programmbürokratie. Die Hubs sind als Drehscheibe zwischen Start-up-Landschaft und Mittelstand für uns ein unverzichtbares Instrument. Aber trotzdem stellen wir immer wieder fest, dass es Wünsche gibt, auch Bedarf gibt, nicht nur diese allgemeine Vernetzung zu schaffen, sondern auch thematisch ein bisschen Schwerpunkte an der einen oder anderen Stelle zu setzen. Und dafür haben wir uns zwei Punkte herausgegriffen. Der eine Punkt ist, wir möchten eine zusätzliche Struktur schaffen, wo es besondere Beratungsangebote gibt für die Gründungstätigkeit im Bereich Nachhaltigkeit. Und das zweite ist, dass wir viel zu wenig Gründerinnen haben. Da liegt einfach eine unheimliche Innovationskraft brach und da wollen wir bei den Angeboten sehr gerne nachsteuern. Dann möchten wir gerne Startups zur Chefsache machen. Wir hatten in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen einen Beauftragten für die digitale Wirtschaft, der sich sehr, sehr stark um die Startup-Landschaft gekümmert hat. Das ist von Schwarz-Gelb so nicht weitergeführt worden. Wir möchten mit einem Startup-Beauftragten bei der Landesregierung dafür sorgen, dass dieses Thema Startups immer auf der Agenda bleibt und die Bedarfe von Startups immer berücksichtigt werden im politischen Handeln einer Landesregierung.